das Roma-Theater überhaupt sprechen oder muss man über viele verschiedene Roma-Theater sprechen? Das werden wir heute hoffentlich ein bisschen herausfinden. Vor allem aber werden wir, und das freut mich als Direktorin des Neumarkt-Theaters besonders, haben wir das Glück, gerade Theaterschaffende kennenzulernen, die, wenn es denn das Roma-Theater gibt, die doch sicher die wichtigsten Vertreter von dem Roma-Theater sind, nämlich einmal Rahim Burhan und Simonida und Sandra Selimovic. Ihr seid Schwestern, ihr seid aber vor allem auch eine große Bandbreite an künstlerischen Tätigkeiten. Ihr seid Aktivistin, ihr seid Schauspielerin. Simonida, du bist Schauspielerin und Rapperin. Sandra, du bist Schauspielerin, Regisseurin und Sängerin und aktuell auch Burgtheater-Schauspielerin. Die Gründerin von Romanus Fato, die Schwestern Simonida und Sandra Selimovic, treten beide als selbstbewusste Romja auf, die mit typischen Roma-Klischees spielen und diese brechen. Einerseits kämpfen sie gegen Vorurteile gegenüber Roma und Romja, andererseits deklarieren sie sich innerhalb ihrer Community als eigenständige, feministische Romja, die traditionelle und patriarchale Strukturen in Frage stellen. This is Simonida. She's a woman. She's Roma. She's brown. She's a mother. She's sporty. Allergic. A vegan. Hysteric. This is Sandra. She's macho. She's Roma. A macho Roma. She's a woman. And gender. A lesbian, a tomboy, and she's Michael Jackson. Oh, the Roma Michael Jackson. Reisen wir aus dem Berlin 2017, glaube ich, entstand dieses Stück. Reisen wir einfach mal 40 Jahre gemeinsam zurück, das muss man sich vorstellen, 40 Jahre Theatergeschichte, ins Mazedonien von 1977. Etwas, was, glaube ich, ein einzigartiges Phänomen in der europäischen Theatergeschichte ist und war, nämlich das Theater Pralipe, das du, Rahim, gegründet hast. Es galt und gilt vielen als die wichtigste kulturelle Institution der Roma und hat Theatergeschichte geschrieben. Das Theater Pralipe erhielt 1992 den Deutschen Kritikerpreis für das beste Theater und vielleicht als ein Beispiel der große Theaterhit kann man sagen, Federico Garcia Lorcas Bodas de Sangre, die Bluthochzeit, wurde 400 Mal in Europa aufgeführt. Welche Kultur wir Roma haben. Für mich war große Hilfe Jerzy Grotowski und Anton Arthur. Weil Jerzy Grotowski, ein polnischer Regisseur, der ein gemacht Theaterlaboratorium, der war beste damals 70er, 60er Jahre, war Hit, das war eine neue Ästhetik. Dieser Grotowski war anonym bis gegangen in Indien. Doch hat er geblieben, weiß nicht wie viel Zeit.
und dann gekommen in Polska, in Wroclaw, gegründet ein Theaterlaboratory und genommen Elemente von indischem Theater. Gesagt, aha, Rahim, Schlüssel ist da, nur jetzt muss arbeiten. Ich schneller habe Anfang Katakali-Theater analysiert, lesen, Studien von alles, was habe damals gefunden. Jetzt ist gleich, kannst du nehmen, Telefon und Fundes, aber damals war ich sehr. Wir haben uns entschieden, wirklich zeitgenössisch auch zu arbeiten, vor allem auch, weil wir unbedingt auch Themen bearbeiten wollten, wie Sexismus, Rassismus, Feminismus, Themen, die die Aktualität vor allem jetzt betreffen, die den Nerv der Zeit treffen. Und wo wir können sowieso nicht unseren Background auslassen. Wir sind sowieso immer Roma und bleiben Roma. Wir haben uns dann gedacht, das war 2010, warum gründen wir nicht unseren eigenen Theaterverein und suchen selber um Förderungen an und erzählen unsere eigenen Geschichten und vor allem versuchen wirklich Stereotypen zu durchbrechen und wie man auch schon beim Trailer gesehen hat, auch viel mehr Diversität zu zeigen. Was Bibi Sarakali, unser letztes, also das Filmtheaterprojekt, das eigentlich entstanden, anfänglich hätte es ein Theaterstück werden sollen, aber durch die Pandemie, die hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht oder hat uns sogar Glück gebracht, weil anfänglich hätte es wirklich ein Theaterstück werden sollen mit vielleicht so ein paar Minuten Film drinnen, so höchstens 10 Minuten. Und wir konnten aber das nicht spielen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, aber ich lasse mich da jetzt nicht aufhalten. Und wir haben hier eine tolle Filmregisseurin hier am Set, und die Nina Kusturica, und hatte mit ihr gesprochen. So gefragt, okay, wollen wir nicht so eine interdisziplinäre Arbeit machen, wo Theater ins Kino geht? Es tut mir leid, dass ich mich wie eine Fremde in der eigenen Familie fühle. Meine Mutter ist nicht die Ihre und diese Reise hat es nicht einfacher gemacht. Mama ist tot! Und du machst hier auf Natur pur? Es tut mir leid. Um 2 Uhr in der Nacht rief mich mal eine Hebamme an. Olga hieß sie. Baby kommt. Also wie immer. Jede Nacht dasselbe. Babys kommen immer mitten in der Nacht zur Welt. Musica sind, mit romante mecke, mit romante chelen, sa, doxi okalipepe tun. Worauf bist du eigentlich so stolz? Was tust du die ganze Zeit? Glaubst du, du bist was Besseres? Ich möchte wissen. Aber nichts kommt. Und trotzdem höre ich die Antwort. Sie sprechen mit mir, obwohl sie alles verbergen möchten. Ich höre alles, auch wenn sie nichts sagen.